Im Jemen ist um Mitternacht Ortszeit der Waffenstillstand in Kraft getreten. Er soll zunächst 72 Stunden dauern. Wenige Stunden vorher hatte die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition noch Luftangriffe auf Stellungen der Rebellen in Sanaa geflogen und im Grenzgebiet zu Saudi-Arabien tobten heftige Gefechte. Die Feuerpause soll zur Verteilung von Hilfsgütern dienen. Wie Sie wissen, führen wir umfangreiche humanitäre Operationen auf etwa 75% des Staatsgebietes durch. Und während des Waffenstillstandes hoffen wir, Hilfsgüter in jene Gebiete zu bringen, die wir bislang nicht erreicht haben. Das ist unser Ziel. Sollte der Waffenstillstand halten, gibt es eine Option für eine Verlängerung. In der Vergangenheit waren mehrere Feuerpausen gescheitert. So hielt im April eine von den UN vermittelte Waffenruhe zunächst, wurde dann aber immer brüchiger.